Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Wunschpartner, Liebesorakel. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Olivia, ich grüße dich, das ist dein Video und ich starte mit Astrologie. Ich betone die Liebe und ich vergleiche euren beiden Horoskopen. Es ist keine ausführliche Horoskopanalyse, aber lässt sich ein Einblick gewähren, wie die Verbindung zwischen euch beide ist. In Liebesangelegenheiten spielt Mars und Venus eine große Rolle. Das sind die beiden Liebesplaneten. Mars ist das Männliche, Venus ist das Weibliche. Dein Mars beschreibt deine Kraft oder wo sollst du deine Kraft einsetzen. Das ist in Tierkreiszeichen Schütze nach indischen Berechnungen. Schütze braucht Orientierung, das zeigt die Pfeil der Schütze, weil das zeigt die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Spirituell bedeutet es unsere Wünsche und Hoffnungen. Dazu kommt die Feuerelement und das ist die Begeisterung. Genau das begeistert dich, was dein Wunsch entspricht und das ist dein Weg. Das gibt dir die Orientierung und mit dieser Mars-Energie sollst du dich da einsetzen. Schütze steht in Verbindung zum Ausland, Auslandskontakten, Reisen. Das kann auch eine innere Reise auch sein, in eine Glaubensrichtung oder in einen spirituellen Weg. Das kann auch deine Aufgabe sein, deine Lebensaufgabe, was dich auch begeistert. Mars bedeutet nicht nur deine Kraft oder wo du deine Kraft einsetzen sollst, sondern Mars bedeutet auch der Mann und soll diese Schütze Eigenschaften haben. Begeisterung, Leidenschaft, Orientierung, Bewegung, sportlich oder Reise, dass er die Reise liebt, eine gemeinsame Reise oder diese Liebesangelegenheit ist im Ausland, also Ausland spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Also das ist so dein Mars-Energie. Wie passt das auf sein Venus? Weil hier muss Venus und Mars treffen. Sein Venus, und das beschreibt sein Geschmack, sein Schönheitssinn, eventuell seine Talente, wenn er künstlerisch begabt ist. Sein Venus befindet sich im Waage. Und hier fühlt sich Venus sehr wohl, weil hier ist Venus zu Hause. Und hier kann sich Venus ganz gut entfalten, weil Venus in Waage zu Hause ist. Das zeigt sein Schönheitssinn, dass er gepflegt ist, kann auch bedeuten, dass er ein sehr schöner Mann ist, aber er liebt es, Schönheit, Kreativität. Aber er sucht eine Frau mit vage Eigenschaften. Die Frau soll gepflegt sein, weiblich sein. Und hier habt ihr die Harmonie, weil dein Mars im Schütze und sein Venus im Waage harmonisieren sich miteinander. Umgekehrt schauen wir das auch an. Sein Mars, und das ist seine Kraft, seine Männlichkeit in Skorpion,
Mars fühlt sich wohl in Skorpion, weil Mars ist hier zu Hause. Und das kann zeigen sein Männlichkeit. Mars im Skorpion, das ist Wasserelement und es handelt sich auch um Gefühlen, aber auch um Leidenschaft. Und dein Venus ist auch in Skorpion, hier seid ihr im Einklang. Besonders dann, wenn das um Intimität handelt, weil Skorpion ist dazu zuständig. Also wenn das um Sexualität geht, es wird zum Tierkreiszeichen Skorpion zugeordnet. Und das zeigt euren Gefühlen, auch euren Leidenschaft und seid ihr sehr ähnlich. In sein Geburtshoroskop ist ein Halbmond. Und das heißt, er ist ein Halbmondtag geboren. Es ist zwar schön, aber Spannung. Und das bedeutet, dass in diesem Tag, in einem Halbmondtag, steht Sonne, Mond und Erde in einer Verbindung und das ist Spannung pur. Verbindet sich drei Tierkreiszeichen, drei verschiedenen Elementen und es fehlt die vierte Element als Ausgleich. Und wenn uns es bewusst ist, dann finden wir die Balance. Seine Sonne befindet sich im Schütze, bei dir auch, da habt ihr auch Ähnlichkeit. Das ist Feuerelement. Unserem Planet war in seinem Geburtsmoment in Zwillingen, das ist Luftelement und sein Mond befindet sich im Jungfrau und das ist Erdeelement. Besteht die Verbindung zwischen Feuer, Luft und Erde und fehlt die vierte Element und das ist Wasser. Und Wasser symbolisiert die Gefühle. Das heißt, er hat hier eine Blockade über Gefühle sprechen oder sich öffnen und das zeigen. Und hier hat auch karmische Themen. Weil Ketu, die absteigende Mondknoten, befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Und das bedeutet seine Erinnerungen, seine karmischen Erinnerungen. Hier kennt er sich aus. Das hilft natürlich ein bisschen, weil die Tierkreiszeichen Fischen gehört zum Wasserelement und genau das, was bei ihm auch fehlt. Und hier kommen die Erinnerungen. Dann unterstützt auch, dass sein Mars, seine Männlichkeit im Skorpion ist. Das ist auch Wasserelement. Also, wenn er will oder hat seine Unsicherheit überwunden, dann kann er schon sehr gefühlsvoll, auch leidenschaftlich sein. In diesem Tierkreiszeichen Fischen, wo er die karmischen Erinnerungen hat und hat Erfahrungen gemacht in früheren Leben. In diesem Sternbild befindet sich zwei Fische. Und das bedeutet, sie schwimmen im Ozean die Gefühle, aber in verschiedenen Richtungen. Die eine Fisch hat Angst, zweifelt an allem, hat Selbstmitleid. Hier kann auch Blockaden entstehen, wenn er dazu neigt. Die andere Richtung ist das Vertrauen, das Fluss des Lebens und Vertrauen auch an die Träume, an die Visionen und lässt von Wasser tragen. Das ist eigentlich die Lösung. Aber weil er hier karmische Themen hat und dabei haben wir immer Lernaufgabe,
Ich würde das mal so beschreiben, genau hier liegt seine Lernaufgabe, dass er verabschiedet von Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, eventuell Eifersucht und übergeht auf den positiven Gefühlen wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Kraft und Mut und Vertrauen und Liebe. Sein Mars hilft dabei, Mars in Skorpion. Das ist die Transformation, diese transformierende Energie des Skorpions. Die ganze Geheimnis liegt hier. Rahu ist die aufsteigende Mondknoten und zeigt eine Richtung, was seine Seele ausgesucht hat, weil er braucht es. Er braucht diese Erfahrung und es befreit ihn auch. Das ist die Jungfrau-Energie. Und das ist Erde-Element, seine Ideen in Tat umsetzen oder bodenständig sein oder um materiellen Dingen kümmern. Bei Jungfrau kommt noch die Heilenergie dazu, die Ordnung, etwas in Ordnung bringen im Leben. In deinem Geburtshoroskop befindet sich Rahu und Ketu genauso wie bei ihm auch. Du hast Ketu, die absteigende Mondknoten, was die Vergangenheit symbolisiert, auch in den Tierkreiszeichen Fischen, und die aufsteigende Mondknoten Rahu, was du noch nicht kennst, genauso wie er auch, weil du hast diesen Weg auch ausgesucht. Bei dir ist es auch die Tierkreiszeichen Jungfrau. Da habt ihr auch gleich, seid ihr auch sehr ähnlich. Und jetzt zu dieser Legung. Hier steht sie, hier er, das sind deine Karten und hier gegenüber sind seine Karten. Dein Gegenwart zeigen diese drei Bilder. Die Kinder sprechen für Kinder, die Kontakt zu deinen Kindern, aber symbolisieren auch Neuigkeiten oder ein Neuanfang. Und dieser Kreuz bedeutet Karma, karmische Themen, aber auch Schicksal, schicksalhafte Entscheidungen, schicksalhafte Veränderungen. Und hier kreuzen sie sich Schicksalswegen, also schicksalhafte Begegnungen. Bedeutet auch, dass du stehst gerade in diesem Kreuzung und orientierst du neu. Überlegst, wie geht es jetzt weiter? Welche Richtung sollst du dich bewegen? Dieser Blumenstrauß bringt dir Glück, kann aber auch Selbstständigkeit sein, ein Geschenk oder eine Einladung. Also etwas Gutes nähert sich. Und du stehst bei diesen schicksalhaften Veränderungen. Sein Gegenwart zeigen hier diese Bilder. Diese Karte symbolisiert Leichtigkeit und Kommunikation. Dieser Brief auch Kommunikation und das freundschaftlich. So beschreibt er das. Dieser Brief kann auch einen Vertrag bedeuten. Das ist auch möglich, dass er mit seinen Freunden oder mit einem Freund spricht über diesen Vertrag. Zurück zu deinen Bildern. Worüber sollst du Gedanken machen? Was ist zum Erwarten in die nächste Zeit? Das zeigen diese Bilder. Du stehst im Mittelpunkt. Und bei dir kommt Heilung. Kann auch bedeuten, dass du interessierst dich für Heilung. Dieser Baum symbolisiert nicht nur Gesundheit oder Thema Gesundheit, alles was das beinhaltet, sondern bedeutet auch angekommen zu sein, dieses Gefühl zu haben, verwurzelt zu sein, einen Platz zu finden im Leben oder diese Sicherheit, Stabilität in Partnerschaft.
Und genau das gibt dir Kraft. Bis diese Bestätigung kommt, kann bis Herbst dauern. Jetzt schauen wir seine Karte an. Was kommt bei ihm? Was beschäftigt ihn? Worüber macht er Gedanken? Das ist dieser Anker. Das ist ähnlich wie bei dir, dieser Baum, verwurzelt zu sein, verankert zu sein, angekommen zu sein. Und das ist diese Bewegung, eine fließende Bewegung, und es blüht alles auf. Und er plant was, er möchte in diesem Weg gehen. Und diese Lilien bedeutet nicht nur, dass hier etwas aufblüht, sondern bereinigt. Er möchte etwas mit dir klären, bereinigen, in diesem gemeinsamen Lebensweg mit dir zusammen gehen und angekommen zu sein. Die Lilien symbolisiert auch Intimität. Das ist auch ein wichtiges Thema, was ihn auch beschäftigt. Anker bedeutet auch Beruf, Berufung. Und da hat er dieses Vertrauen, das kommt ein Wachstum und er trifft richtige Entscheidung, nicht nur was die Liebe betrifft, sondern auch beruflich. Was liegt im Verborgenen? Etwas, was ihr verdrängt oder was noch nicht sichtbar ist? Das sind deine Karten. Die Fische symbolisieren erstens die Finanzen. Da brauchst du mehr Sicherheit, vielleicht etwas mit Ämtern klären, weil dieser Turm kann auch Ämtern bedeuten. Mit diesem Schlüssel die richtigen Tür zum Öffnen und die Finanzen klären. Das kann Bank sein, das kann Versicherung sein, das kann Finanzamt sein. Die Fische symbolisieren aber auch die Seele, das Seelische. Wenn du dich gefangen fühlst, weil du Angst hast oder zweifelst an dir selbst, dann nimm diese Schlüssel in Hand und handel, mach eine Tür offen, schau deine Chancen, Möglichkeiten an, fühle dich frei. Was liegt bei ihm im Verborgenen? Dieser Weg kennt er schon. Da sind Steine. Entweder jemand liegt Steinen im Weg und er hat immer wieder gestolpert, oder symbolisiert die Angst, weil das blockiert auch. Das sind auch Stolpersteine in unserem Leben. Das möchte er verändern. Hier sieht es ganz anders aus, weil hier blüht schon alles auf. Und genau da setzt er sich ein und räumt auf. Im Gegenwart verdrängt er das noch, aber diese Thematik kommt. Was für ihn auch wichtig ist, das ist die Liebe, Partnerschaft. Und jetzt betrachten wir das, was euch verbindet. Dieses Schiff symbolisiert eine Reise, eine gemeinsame Reise, ein Urlaub, eine Einladung. Bedeutet auch eine innere Reise, eine Seelenreise, eine ganz lange Seelenreise, und es wäre eine karmische Verbindung oder eine seelische Verbindung zwischen euch beiden. Außerdem, dieses Schiff symbolisiert Hoffnung. Die Hoffnung ist da, dass ihr zusammenkommt und habt ihr eine glückliche Partnerschaft. Liebe Olivia, so könnte ich diese Wunschpartner-Liebesorakel beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.
Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.